Ödipus, der Schwellfuß. Eine Art der Rehabilitation oder Freispruch. Griechische Sage, bearbeitet und Musik von Roland Alexander Eberhard. Vor Zeiten herrschte in Theben der König Laios. Lange lebte er mit seiner Gemahlin Jokaste. Aber die Götter schenkten ihnen keine Kinder, als Strafe für Laios, der einst den Sohn seines Freundes entführte und damit den Selbstmord des Jungen verursachte. Laios bat das delphische Orakel um Rat, doch dessen Spruch erfüllte ihn mit Schrecken. Wohl verhieß es ihm einen Sohn, aber du sollst wissen, setzte der Orakelspruch hinzu, dass es dir bestimmt ist, durch die Hand deines eigenen Kindes das Leben zu verlieren. Als daher dem Königspaar bald darauf ein Sohn geboren wurde, fürchteten sie den drohenden Götterspruch und ließen den Knaben mit durchstochenen Sehnen und gefesselten Füßen im wilden Gebirge von einem Hirten aussetzen. Nahm indessen das Kind, voll Mitleid, mit zu seiner Frau, löste ihm die gebundenen Füße und verband die durchbohrten Sehnen. Nach seinen grässlichen Wunden nannte er es Ödipus, den Schwellfuß. Aber zu arm, um das fremde Kind selbst aufzuziehen, brachte er es an den Königshof. Der König Polybos und seine Gattin Meriope, die kinderlos waren, nahmen das Kind an und zogen es auf. Einmal, als Ödipus groß geworden war, hörte er von einem Fürstensohn, dass er nicht der rechte Sohn des Polybos sei. Ödipus fragte seine Eltern nach seiner Abkunft. Polybos und Merope wollten ihm aber nicht die Wahrheit sagen, um ihn nicht zu verlieren. Ödipus ließ sich jedoch nicht beruhigen und ging nach Delphi, um das Orakel zu befragen. Das Orakel aber gab ihm keine Antwort auf seine Frage nach Vater und Mutter, aber verkündete ihm, du wirst deines Vaters Mörder werden, du wirst deine leibliche Mutter heiraten. Er
entsetzt wich Ödipus vom Heiligtum zurück, das Herz voll unaussprechlicher Angst. Diesem fürchterlichen Schicksal wollte er entgehen. Heimatlos zog er von dannen. Noch in der Nähe des Orakels begegnete ihm ein Reisewagen, dessen Lenker den schlichten Wanderer hochfahrend an den Wegrand trieb. Der Jüngling versetzte dem Manne einen heftigen Stoß. Da schlug der vornehme Greis, der in dem Wagen saß, den Jüngling mit seinem schweren Reisestab. Um sich zu schützen, schlug Ödipus zurück. Der Alte taumelte rücklings vom Wagensitz. Wenn Ödipus nur ahnte, dass der Greis sein Vater Laios war. Jene Zeit wurde Theben von einem furchtbaren Untier heimgesucht. Es war die geflügelte Sphinx, die halb Jungfrau, halb Löwin war. Auf einem Felsen vor den Stadttoren bedrängte sie die Menschen mit allerlei Rätseln. Wer nicht die richtige Lösung zu geben wusste, wurde von dem Untier unbarmherzig zerfleischt. Kreon, der Bruder von Jokaste, ließ öffentlich verkünden, dass der, der die Stadt von der Sphinx befreie, die Königskrone tragen und Gemahl der verwitweten Königin werden solle. Damals zog gerade der heimatlose Ödipus in die Stadt ein, und weil ihm das Leben wertlos schien, ließ er sich von dem königlichen Aufruf bestimmen, die Sphinx zu bestehen. Das Untier blickte den schönen Jüngling höhnisch an und stellte ihm ein besonders schweres Rätsel. Am Morgen ist es vierfüßig. Am Mittag ist es zweifüßig. Am Abend ist es dreifüßig. Ödipus konnte das Rätsel ohne Schwierigkeiten lösen. Der Mensch, enträtselte er. Voller Scham und Wut erklärte die Sphinx sich für besiegt und stürzte sich vom Felsen in den steilen Abgrund. Die Bürger priesen Ödipus als ihren Befreier und führten ihn in jubelndem Festzuge zur Königsburg. Jokaste reichte dem Retter der Stadt als Lohn ihre Hand zum Ehebund. Der König Ödipus regierte mit kluger Tatkraft und wurde wegen seiner milden und gerechten Art von allen Untertanen
geliebt und geachtet. Da wurde die friedliche Entwicklung Thebens durch ein schreckliches Unheil jäh unterbrochen. Die entsetzliche Seuche, die Pest, begann unter dem Volke zu wüten. Sehr schmerzte den Ödipus die Not seines Volkes. Seinen Schwager Kreon hatte er bereits zum delphischen Orakel gesandt, nach dem Grunde des Unheils zu fragen. Die Antwort lautete: Willst du das Land von der Gottesstrafe befreien, finde den Frevler, der den König Laios tötete. Sogleich ließ Ödipus den berühmten, blinden Seher Teiresias rufen. Ödipus bat ihn, den Mord am König Laios aufdecken zu helfen. Der Blinde antwortete: Du selbst, Ödipus, bist der verruchte Frevler, der den König Laios erschlug. Mit einem unmenschlichen Schrei irrte er verstörten Sinnes davon und stürzte durch den Palast, um die Frau, die ihm Mutter und Gattin zugleich gewesen, zu befragen. Im Schlafzimmer fand er die unglückselige Jokaste erhängt. Lange starrte er auf die Leiche, dann riss er plötzlich die goldenen Spangen aus dem königlichen Gewande, verfluchte in grässlichen Worten seine Augen, die so viel verruchte Untaten geschaut hätten, und durchbohrte sich mit den goldenen Nadeln beide Augen, so daß das Blut aus den Höhlen sprang und das Augenlicht erlosch. Schweigend und mit innigem Mitleid blickte das Volk auf den Herrscher, dem einst alle Liebe und Verehrung gegolten hatte. Ödipus bat Kreon, die Königskrone zu übernehmen. Für seine unselige Mutter erbat er ein ehrliches Begräbnis. Mir selbst aber, schloss er, verbleibt nur, fluchbeladen aus dem Lande ausgestoßen zu werden. Ich werde in die Verbannung ziehen und den Göttern die weitere Entscheidung über mein Leben überlassen.